Schmusedecke, die ist weich und groß. Da ist nicht nur gemütlich, da ist auch ganz viel los. Wir hüpfen drauf, wir toben rum, wir sind ja alle froh. Geht es dir so gut wie mir? Ich mag dich sowieso. Geht es dir so gut? Ui, Flamingo, du bist ja ganz verdreht. Wie kriegen wir dich denn nur wieder gerade? Oh, guten Tag, Bär. Gut, dass du kommst. Der Flamingo ist ganz verdreht. Kannst du helfen, ihn wieder gerade zu kriegen? Was, Bär? Du willst den Flamingo einmal kräftig schnappen und schütteln und schrauben und schwupps, ist er wieder gerade? Oh, Bär, ich glaube, das ist ein bisschen zu grob. Wir probieren lieber was anderes. Hallo, Hase. Guck mal, der Flamingo ist ganz verdreht. Weißt du, wie man ihm helfen kann? Hast du das gehört, Hase? Der Bär will den Flamingo einmal kräftig schnappen und schütteln und schrauben und schwupps, ist er wieder gerade. Bär, der Hase findet deine Idee auch nicht so gut. Wir probieren lieber was anderes. Oh je. Weiß denn niemand, was man tun kann? Oh, guten Tag, Fuchs. Weißt du vielleicht, wie wir den verdrehten Flamingo wieder gerade bekommen? Was? Du willst den Flamingo mit Haut und Haaren fressen? Oh, passt auf, der Bär! Er schnappt den Flamingo und schüttelt und schraubt und schwupps. Oh, Bär, du hast den Flamingo ja wieder gerade gebogen. Keiner hat's geglaubt, aber du wusstest ja wirklich, was zu tun ist. Gut gemacht, Bär. Und jetzt geht es dir wieder richtig gut, Flamingo. Ja, wir haben es geschafft, keiner ist allein. Hier auf meiner Schmusedecke geht's uns allen fein. Thank you.